uns mal, damit wir uns hier mal umkicken. Weil hier ist nichts. Ich sehe hier nichts. Das ist eine Kiste. Nichts auf dem Tisch. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts in. Nee. Und nicht das, was wir suchen. Da ist nicht das, was wir suchen. Ah, was schallt das denn? Bobenrob. Das ist denn so ein Wann? Oh, ich hab erstmal eins utrocken, was wir anhaben. Eins, was Lud ist. Oh ja, das lebt eh. Ich hau immer im. Einfach im Hauen. Nun können wir hier auch Loot vein. Okay, da ist eine Kiste. Ich kick da mal rein. Na, da ist es. Ja. Wunderbar. Und, was ist da drin? Jawohl. Wunderbar, ja. Yeah. Okay, den Vertrag habe ich. Den habe ich gefunden. Das heißt, nu, ja, nu geht wie mal zurück. Und snack nochmal mit den anderen Kiel. Mit der anderen Kiel. Okay, der ist wohl. Der ist wohl in Bett. Dor. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich habe das Auftragsschreiben. Nicht so laut, um Himmels Willen. Zeig her. In all seiner Pracht. Suche den Schreiber in Saso auf und sage ihm, der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Dann tut er, wie ihm geheißen. Ist das eine Losung? Gewiss. Er besteht darauf. Vergiss nicht, es laut und deutlich zu wiederholen. Dann musst du das neue Schriftstück nur Karel bringen und sagen, ein Bote hätte es gebracht. Na gut. Aber am wichtigsten, spute dich und bring das Original unverzüglich zurück. Karel ist kein Narr. Wenn er es nicht findet, wird er eins und eins zusammenzählen, wenn du ihm das neue Dokument bringst. Und das Spiel ist aus. Alles klar. Der Fuchs ist nicht so schlau, wie er denkt. Name ist der Schriever. Dor. Ich frag mich. Wo schall ein auch da für wo schall ich dafür sorgen, dass MD dass er kein Geld mehr für den Lohn hat? Das ist auch so ein Frauch. Das tue ich nicht. Ja.
Ja! Ja! Das drück ich. Ja. Ja. Okay. So, nun ist das ja auch noch düster. Dort töffe ich den Glicks mal den nächsten Tag. Die Schriever warten mich ja auch noch slopen. Glaubst du ernsthaft, dass du vor meiner Nase im Dunkeln herumschleichen kannst? Das ist gegen das Gesetz. Das wird teuer. Na schön. Du hast dich vor dem Gesetz... Name is the Shriver. Beste Grüße. Dank die. Ich soll dir etwas sagen. Hm? Der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Was? Die Losung? Das mit dem Fuchs? Was in Herrgotts Namen faselst du denn da? Konrad Kieser schickt mich. Warum sagst du das nicht gleich? Dieser Scheißkerl. Er wollte einen Narren aus mir machen. Nun, wie dem auch sei. Was willst du? Ich habe hier ein Schreiben und du müsstest ein neues aufsetzen mit, der gleichen Unterschrift und dem gleichen Siegel. Konrad sitzt also immer noch der Schalk im Nacken. Grüße ihn von mir. Dann lass mal sehen. Na gut. Gib mir eine Stunde. Ich hoffe, ich bekomme deinetwegen keinen Ärger. Alles Gute. Hey, hätt sagt ein Stunden. Wenn hätt das nur in ein Stunden perfekt kopiert, dann ist er ein Meister. Dann ist er ein Meister. Komm her. Ist es fertig? Ja, und richte dem alten Tu nicht gut meine Grüße aus. Alles Gute. Ja, das wäre gau. Das muss ich schon mal sehen. Nicht schlecht. Nichts.
Sei gegrüßt. Was brauchst du? Du kannst wirklich nicht gleich mitkommen? Verflixt. Mächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Ein Bote gab ein Schreiben für dich ab. An die Hand des... Ich gestatte... zu unterstützen... Erlaubnis, Sasau zu verlassen. Überaus praktisch für dich. Göttliche Fügung. Das werden wir sehen. Ich habe selbst ein Auftragsschreiben des Abtes. Und wenn deines gefälscht ist, steckst du in der Scheiße. Komm mit. Lebe wohl. Schon nu, mach, wenn da da eine Kiste ist und dann... Was hast du doch denn für ein Büchs an? Konrad kann also gehen? Kann er. Das Dokument ist echt. Und wenn der Abt es befiehlt... Wunderbar. Ich sage es ihm. Hehehe. Di-d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 i. Ja, ich glaube, der tut nicht lange und dann ist Sasau auch in Nome und ja. Sie sind hinter mir her! Heilige Maria! Ich wusste, es würde so kommen! Was? Wer? Karel sagte, du könntest gehen und... Gehen? Ich kann nicht mal einen Fuß vor die Tür setzen! Nicht jetzt! Bitte beruhige dich und sag mir, was hier vor sich geht. Sie sind hinter mir her! Wer ist hinter dir her? Sigismunds Leute, natürlich! Aus welchem Grund denn? Weil er mir meine Kritik wegen Nikopolis nie verziehen hat. Und jetzt will er es mir heimzahlen. Was soll ich nur tun? Warum glaubst du, jemand wäre hinter dir her? Als ich unterwegs nach Sasau war, sah ich Baron Peka in Kostelitz. Er war bei Sigismunds Kreuzzug dabei, ebenso wie ich. Danach wurde er wohl hier in der Schenke gesehen. Und ein Fremder kroch des Nachts in den Gärten umher. Mein Gott, es gibt Anzeichen, dass jemand die Tür aufbrechen wollte. Sie sind hinter mir her, Heinrich. Möge Gott mich schützen. Sie wollen mich töten. Immer mit der Ruhe. Wenn jemand hinter dir her ist, höre ich mich in der Stadt um oder lauere ihm auf. Aber was, wenn er sich an dir vorbeischleicht? Wird er nicht. Ich verstecke mich in den Gärten. Und wenn jemand in der Nacht umherschleicht, erwische ich ihn. Das wirst du, nicht wahr? Gut, gut. Aber verstecke dich gut. Wenn er dich sieht, wird er nicht kommen. So, Titan Darts. Das ist, wo ein der Tide. Ja, nun musst du die Oblur legen. Und wenn du eben den, das Nacht süßt,
haust dem was übern Dötz, ne? Min Pebbles. Min Lütten sollten Pebbles. So. Mögen wir uns umhören? Nee. Nee. Wie mögen bloß ob Lurling. So. Ich war mir mal hier. Hier verstecken. So. Das ist gut. Und Töffi Bett. Hüt Nacht. Hüt Nacht war das passé.